So. Noch jetzt so. Jetzt so. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute haben wir Tag 4 von unserer Radreise. Wir sind gerade eben im Campingplatz Glums, sind wir gerade gestartet und fahren die Zeit bis hinter mir ran, ins Passauer Tal, fahren wir noch ein Stück hoch, weil da haben wir den einzigen Campingplatz gefunden, der vermutlich, hoffentlich noch einen Platz frei hat für uns. Salthaus, glaube ich. Salthaus, genau. Ja, da fahren wir jetzt nach. Aber jetzt sehen wir zuerst mal frühstücken. Da haben wir gerade in einer Bäckerei und in einer Metzgerei eingekauft. Da haben wir den Tipp gekriegt von unserem Kameraden, den wir jetzt 3 Tage begleitet haben, dass es da so eine gute Olive-Focaccia gibt. Sind wir mal gespannt. Probieren wir mal. Beste Grüße an Andreas. Heute trennen sich unsere Wege leider. Aber man sieht sich bestimmt wieder. Genau. Also auf geht's. Frühstücken wir noch, auf geht's. Auf geht's. Wunderschön. Ja, jetzt haben wir gut gefrühstückt. Richtig gute Mortadella, einwandfrei. Und von der Olive-Focaccia, wo uns der Andreas empfohlen hat, habe ich auch schon probiert. Die ist richtig gut. Das Wetter ist halt sehr schön. Das ist ziemlich Gegenwind. Aber ja, es geht ja der 4 Berg ab. Ich denke, es gleicht sich aus. Ich glaube, es wird ein super Tag heute, wenn nicht wieder irgendetwas verreckt. Richtig gut aus da. Gefällt mir. Ich wollte noch ein paar Worte zu dem Campingplatz heute sagen. Der liegt super idyllisch, also wirklich landschaftlich super reizvoll. Besser geht's fast gar nicht. Was mich ein bisschen stört mit dem Campingplatz war das. Du musst das Klopapier mitbringen. Zum Glück haben wir eine Rolle dabei. Das sei wohl in Italien normal, habe ich mir jetzt sagen lassen von einem anderen Campinggast. Am Waschbecken zum Tintwäsche auf dem Klo gibt es keine Säufe. Nichts zum Tint abdrucken, gar nichts. Aber jetzt genug kostet. Campingplatz war toll, von der Lage her super. Ach ja, und bei dem Campingplatz hat man müssen jeden Tropfen Wasser extra zahlen. Also Dusche hat kostet. Abwasch hast du müssen 50er reinschmeißen, dass du Wasser kriegst. Nicht einmal Kaltwasser. Und was der Clou war beim Abwasch, hat sich einmal ein Becken gekehrt. Das war einfach ein Hahn in der Welt. Dann ist das Wasser über die Füße gelaufen. Also, so nicht. Jetzt haben wir gerade noch hervorragend gegessen. Am Radweg war plötzlich so eine Fischerei oder sowas. Und so ein Teich. War jetzt richtig cool zu essen gehen. Lass rein. Äpfel und nochmal Äpfel. Brutal. Habe ich schon mal gesagt, dass man da hauptsächlich Äpfel sieht. Jetzt haben wir rechts die Edge und links der Strauß. Also wir haben halt volle Segel gegenweht. Da muss selbst der Buckel da muss treiben lassen. Oh. Das war schon gestern Abend auch so auf dem Campingplatz. Da steht ganz zähne Sternwindgänge. Richtig massiv.
richtige Fahrrad oder beim da hin. Wir haben uns gerade überlegt, ob wir halt bloß bis nach Doms fahren. Das ist auch ein Campingplatz. Weil dieser Wind ist echt ekelhaft halt. Und der macht da Andrea ziemlich zum Schaffen. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir da Plätze kriegen. Wenn wir halt morgen 10 Kilometer weiterfahren, wen juckt's? Hey. Das war schön. Wir fahren jetzt gerade mal zu dem Waldcampingplatz nach Doms. Da haben wir nämlich vorher zwar angerufen, aber sonst können wir ans Telefon gegangen. Jetzt probieren wir es einfach mal. Wir sind jetzt am Campingplatz Waldcamping nach Doms. Entgegen unserer eigentlichen Planung sind wir heute nicht nach Salthaus gefahren, sondern haben den nach Doms schon den Campingplatz ausgewählt, weil halt jetzt unwahrscheinlich viel Gegenwind geht. Ja, der war echt ekelig. Ja, aber das war echt schön zum Fahren. Es war echt schön zum Fahren. Ne? Wir haben gesagt, komm, das sparen wir uns dann auf nach Salthaus, weil morgen müssen wir das Stück eh wieder zurückfahren. Also das macht, glaube ich, 10 Kilometer insgesamt morgen aus. Ja. Also, jetzt, wir genießen jetzt noch den Abend, sagen danke fürs Zuschauen, sind auch morgen wieder dabei. Wird uns freuen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Also, dann ciao, macht's gut. Tschüss. Bleibt gesund. Ciao.